Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Fallout 4. Jetzt gehen wir endlich in die Fabrik rein. Lange haben wir drauf gewartet. Ich glaube wirklich zwei, drei Folgen oder so. Puh. Mal sehen, was uns da erwartet. So, ich muss mal kurz auf meinen Kopfhörer wieder schlagen. Entschuldigung. Ich weiß nicht, warum das hilft. Sinn ergibt es nicht, aber gut. Ich finde es toll, dass die Begleiter nicht einfach irgendwo reinrennen. Das ist nämlich keine Selbstverständlichkeit in solchen Spielen. Ja. Aber keine Sorge. Ich werde dich von all dem befreien. Genutztes Glemmbrett, alles klar. Wie der Hund hier rumrennt. Das verseucht? Ja, das ist verseucht. Nichts ist besser als Asbest. Was zum? Angeblich auf dieser Höhe hier. Der Hund packt das schon. Nee, normalerweise nicht. Aber eine Schnellspeicherung mache ich gerne. Halte die Augen offen. Ich glaube, das Arschloch benutzt seinen Stealth Boy. Das tue ich nicht, aber gut. Immer diese Verleumdung. Dieser Mann spricht unwahr. Oh, ich weiß, dass du hier bist. Bin Lass mich ich? dich finden. Ja, ich dich auch. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt unbedingt Angst nennen würde. Eher systematische Vorsicht. Ist das logisch? Ne, ich glaube nicht. Ich werde dich finden. Ja, wir haben es auch so langsam verstanden. Nichts mehr zu sehen von Ihnen.
schnell. Lass mein Hund in Ruhe. Die Waffe ist echt gut. So. Ja. Warum sage ich noch was dazu? Von hier aus kam ich, oder? Hey, jetzt geht's aber echt zu weit. Penner hier. Oh, hi. Ja, noch ein Schuss. Sorry. Genau, hört auf euren Kumpel. Der muss es wissen. Ah! Ein bisschen blöd, dass man nur diesen einen Schuss hat, ne? Das ist. Ich wollte eigentlich die Dinger da zum Explodieren bringen, aber ich glaube. Na, ich weiß nicht, ob ich das hartnäckig nennen würde. Vielleicht auch dumm, ich weiß nicht. Ich bin so einiges. Nur ja, ja, ja. Ah. Das Ding wäre hinüber und du auch. Die Munition gerne noch ein bisschen Kaution. Ja gut, dann bin ich halt eins. Weißt du, man will am Leben bleiben. Wer sich dadurch rauslocken lässt, ist echt lebensmüde. Und machen Abgang. Verdammt. Ja, ich glaube, die kommt gar nicht so weit. Gut. Die Waffe hat gar nicht so die Reichweite. Ich liebe diese Waffe ja sehr.
Keine Angst! Gut, dass ich mir dachte, das explodiert bestimmt gleich. Geschafft. Na, du simulierst nur. Interessant, was hier alles so ist, aber ich kann nichts davon mitnehmen. Das ist guter Stahl. Kruppstahl. Und hier ein Karton. Gehen wir mal hoch. Ich habe schon gar keine Ahnung mehr, wo ich hier rumlaufe. Ah, hier sind wir jetzt. Ah. Na, das war. Wollte noch gucken, was oben ist. Wahrscheinlich fährt der Fahrstuhl auch nur nach oben, oder? Gab's hier nicht einen Trick? Das wär's. Oh. Gut, dann sollen die hier mal eben noch spielen. Ich gehe eben drunter. Nein. So, Karawane. Bin ich überladen? Scheinbar. Hey. Alter, was ist denn mit deinem Gesicht? Ey, komm, komm, schon so. Gasmaske mit Brille brauchen wir gerade nicht so unbedingt. Ach, mein Schrott. Der Hund ist voll. Ja, später vielleicht. Sollte als bewaffnet und gefährlich betrachtet werden. Ich hoffe, das Vieh jagt nicht uns, also der Roboter. Greifen. Cool.
war das? Hast du das gehört? Ich weiß, dass du hier bist. Oh! Nein, Hund! Ah. Hä, war, hab ich hier nicht einen gekillt? Okay, gut. Finde ich nicht mehr. Aha. Oh. Ich hoffe ja, dass der Roboter mir noch ein bisschen Arbeit abgenommen hat. Oder wie es sich anhört, nimmt er mir gerade Arbeit ab. Fresse, du Affe. Das wär's. Komisch, dass man manche Messinglaternen mitnehmen kann und manche nicht. Flansch. Ich brauche einen Flansch. Das ist zu viel guter Loot, um ihn hier zu lassen, ganz ehrlich. Aber hier kann ich später eigentlich auch noch mal hin, ne? Also. Oh, wir sind ganz schön weit drüber. Aber wir haben ja ein Level up. Vielleicht können wir da, wenn wir... Wenn wir Level 10 wären, wäre es super. Vielleicht müssen wir auch einfach mal ein paar Abstriche machen. Ich will nicht schlafen. Hey. Oder anders. Hey. No. Best, jetzt ist er schon voll. Der Flanschen muss ja echt schwer sein. So, gut. Viel eindeutig, zu viele Spiele. Hier Kreuzschlüssel brauchen wir nicht, oder? Ablegen. Impro-Pistolen brauchen wir auch nicht. Automatikpistole auch nicht. Wollte ich nicht ausrüsten. Billardkö auch nicht. Schlagringe, komm, weg damit. Ich schmeiße die Sachen echt ungern weg.
Eine Sackkapuze. So, mehr will ich erstmal nicht wegschmeißen. Das ist echt zu viel jetzt eigentlich schon. Scheiß Flansch. Offiziell sind wir fertig, aber ich möchte hier gerne noch ein bisschen rumgucken. Schon allein, da wir noch nach oben wollen, schätze ich mal einfach. Friendly? Ich schütze und diene. Anscheinend nicht dagegen. Okay. Ja, ich glaube, der ist gerade gegen mich. Gut, interessiert ihn jetzt nicht so sehr. Weil hat immer noch einer. Komisch, der war erst friendly und erst als die auf uns geschossen haben, war der nicht mehr so friendly. Wahrscheinlich damit irgendwie gekoppelt oder so. Ausgezeichnet. Yeah! Grognack, der Baba. Jared's Terminal. Was, hier lebt noch einer? So, die sind jetzt ausgeschaltet, hoffe ich zumindest.
mal. Aber die Lampen irgendwie immer noch nicht. Wieder falsch. Zwei fünf, zwei fünf. Das hier ist normal, aber hier ist Leichtbau. Dann nehmen wir den. Gut, mehr müssen wir jetzt erstmal nicht wegschmeißen. Die ganze Aufregung wegen nichts. Jemand da? Hä? Na, hallöchen! Wo kommt ihr denn jetzt auf einmal her? Ich nehme schon wieder zu viel mit. Ohne Stimpack. So. Und? Ja, das wäre etwas früher schlau gewesen. Gut, den hier gedudelt geht mir gerade echt auf dem Zeiger. Oh, wir haben fast die 30 Minuten erreicht. Ja, nach Ten Pines Bluff wäre gut, noch dahin zurückzukehren. Wäre aber ein weiter Weg. Aber hier gibt es auch noch ein bisschen was zu tun. Ich glaube nämlich noch zu wissen, dass hier oben... sollen wir uns jetzt damit echt befassen? Ich weiß es nicht. Ich meine, immerhin haben wir hier schon ein paar getötet, also... Warum? Jetzt noch eine Woche warten. Andererseits sind wir gerade echt überladen. Ja, da fängt es mich schon wieder an. Gut, wir killen den Typen. Dann mache ich ein Folgenpäuschen und bringe erstmal den Loot weg. Persönliche Dinge mache ich mir schon, also oder unpersönliche Dinge mache ich mir auch keine Gedanken. La 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 la, ein schöner Kreis. Felons. Ja, wenn ich jetzt mich den auf den jetzt schieße, dann komme ich hier nie weg. Also, dann würde ich einfach sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin, ciao.